Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute zu unserer kleinen, aber wirklich kleinen Platzvorstellung. Heute besprechen wir die Organisation und Durchführung der Freudenberger Kerb in Wiesbaden-Freudenberg. Und da kann man nur zu sagen, klein, aber fein trifft es ja wie den Nagel auf den Kopf und auf dem Festplatz. Am Veilchenweg ist Wiesbaden seine schönste Volksfestnase wieder satt werden. Und Churros, wie Mandeln gibt's in Freudenberg zuhauf. Und ich finde ja, die Freudenberger Kerb ist eines der schönsten Volksfeste in Wiesbaden. Warum? Einfach, da, weil dann der Umgebung und der, wie sagt man so schön, Aura des Festes geschuldet ist, weil das alles schön in der Natur eingebettet ist und die Beschickung immer sehr stimmig ist, wie beispielsweise hier das neue Laufgeschäft Happy Hour von Renz, war auch auf dem Berg der Freude angesiedelt und das Rundfahrgeschäft in diesem Jahr, letzten Jahr war der Magic von Johnny Spangenberger aus meines Erachtens Püttlingen im Saarland und war schon des Öfteren auf dem Berg der Freude und immer wieder ein nettes Geschäft zum Knipsen und Fahren, auch optisch sehr schön aufbereitet, aber ich fahre das Geschäft nicht so gerne, weil der sehr eine heftige Drehung der Gondeln hat und weil der Zirkus mir da deutlich angenehmer ist. Fahre ich ungerne mit dem Magic von Spangenberger und auch ein tolles Kindergeschäft, die Traumlandreise von Bart, glaube ich, ist der Besitzer. Und also Freudenberg ist immer wieder eine Reise wert, weil die Zusammenstellung sehr stimmig ist für die Größe des Festplatzes, wenn man das Größte nennen kann. Auch der Hip-Hop-Fly von Romano Lagerin aus Rodenbach war wieder mal anwesend und war auch schon mal da, meines Erachtens. Und schön mittig auf den Platz gestellt, das sowas gefällt mir, sowas Architektonisches, das gefällt mir immer gut auf Volksfestplätzen. Und eine Kindheitserinnerung gibt's an diesem tollen Kinderkarussell von Husar, ich glaube Helmut Husar, meines Erachtens, aus Wiesbaden. Da habe ich mal in der Frühjahr in meiner Kindheit in der Kasse sitzen dürfen. Da erinnere ich mich noch heute an auf dem Andreasmarkt 2003 in der letztmaligen Verfassung des Marktes. Leider Gottes gibt's den Andreasmarkt heute nicht mehr in der Form. Und das finde ich sehr bedauernswert, bemitleidenswert für die Schausteller. Und der Hai in den neuen Dimensionen hat zugebissen. Und auch der Autoscooter von Lauchs war mal wieder in Freudenberg anwesend. Sonst stand ja des Öfteren Iserlohn und Blum, beziehungsweise Schramm dort, glaube ich, auch mal eine Zeit lang. Und dementsprechend ist Freudenberg immer wieder eine Reise wert, auch wenn die Größe jetzt vielleicht nicht so ist. Dafür ist es vor der Haustür, kommt man gut hin, kommt man gut weg. Und ich finde, Freudenberg ist eine der besten Volksfestplätze in Wiesbaden, weil man sich dort noch Mühe gibt und im Gegensatz zu vielen anderen Wiesbadener Festen, die einfach verkommen, sei es das Wiesbadener Frühlingsfest, sei es die Gipperkerb, wo man auch versucht, das Fest wieder zu beleben, aber nicht mehr rankommt an die alten Zeiten. Was ich jetzt keine harsche Kritik am Management in Gip sein soll, aber ich finde, die Gipperkerb hat einfach die besten Zeiten hinter sich gebracht und früher war nicht alles besser, aber ich fand, die Gip hat deutlich stärkere Zeiten schon erlebt. Aber hier geht's um Freudenberg und ich finde, Freudenberg ist ein sehr familiengetreuer Platz, ein schöner Platz, weil hier das Flair passt. Hier kommen keine Rabauken und keine, wie sagt man so schön, assigen Menschen hin, sondern hier ist ein familiärer Platz geboten und das mag ich sehr an Freudenberg, dass die Stimmung hier einfach so natürlich und naturell gelassen ist und gelöst ist. Und das mag ich an der Freudenberger Kerb in Wiesbaden sehr. Ich gehe hier seit X Generationen Jahren hin und
Schon als kleines Kind hat mich der Explorer von Schramm damals in seine Bahn gezogen gehabt. Und damals stand der auf dem Platz von Magic und wurde aufgebaut dort. Und das war 2000, nee, Quatsch, was glaube ich, 1999 oder so war das schon. Seit der Zeit gehe ich dahin und unter der Federführung von Thomas Schreiner von der Kerbe-Gesellschaft Freudenberg macht man sich dort sehr viel Mühe, gibt man sich sehr viel Mühe dort für die Menschen in Freudenberg in der Umgebung und das weiß man auch von Veranstalterseite sehr zu loben bezüglich der Behandlung der Schausteller und ich finde ja, Freudenberg ist ein sehr flanierfreudiges Städtchen und auch mit den Wimpeln, Fahnenketten und der schönen Bewirtung ist Freudenberg für mich immer ein kleines Heimspiel sozusagen. Und jedes Jahr wieder gern aufs Neue dort, feiert man dort gern aufs Neue. Und die Freudenberg-Kerb in Wiesbaden-Freudenberg. Schauen Sie nochmal vorbei, wenn Sie gerade in der Gegend sind bei Festzeit. Auf Kerbe, besser, ich sage immer Festzeit, aber in Hessen sagt man ja Kerb. Und ja, also wer Lust und Laune hat und wieder Lust auf Kerb hat, der schaut auch mal wieder in Freudenberg rein und auf dem Berg der Freude, Jungs wie heute, immer wieder anschließenderweise bitte und nicht vergessen, in den Terminkalender einzutragen. Und ach ja, der Bus hält direkt am Festplatz, also können Sie auch öffentlich hin. Also keine Sorge, alles findet den Weg nach Freudenberg.